Der neue Twitter-Chef Elon Musk will für die Verifizierung von Twitter-Nutzern 8 US-Dollar monatlich verlangen. Bislang waren die blauen Echtheitshäkchen kostenlos. Das derzeitige System von Twitter zur Vergabe von blauen Häkchen, die die Echtheit eines Nutzers kennzeichnen, halte Elon Musk für Bullshit. Auf Twitter teilt er allen Nörglern mit, dass ihre Beschwerden nichts am Preis ändern würden. Der Verifizierungshaken soll in das bestehende Twitter Blue Abo integriert werden, zusammen mit anderen Vorteilen, wie etwa weniger Werbung. Dieses Abo umfasste bisher unter anderem werbefreie Artikel und die Anpassung der Navigationsleiste, ist aber nur in Kanada und den USA für knapp 5 US-Dollar verfügbar. Kritiker fürchten, es werde schwieriger, verlässliche Quellen zu erkennen sowie zwischen Desinformation und qualitativ hochwertigen Informationen zu unterscheiden. Die bislang kostenlosen Verifikationshäkchen entfachten hin und wieder Diskussionen. Vielen Nutzern, darunter auch Musk, waren die Vergabekriterien nicht transparent genug. Bisher mussten Nutzer, die ein blaues Häkchen erhalten wollten, ein kurzes Online-Antragsformular ausfüllen und als Promi, Politiker oder Journalist Zielscheibe von Nachahmungen sein. Wann genau seine Pläne in die Tat umgesetzt werden sollen, teilte Musk nicht mit.